Hier siehst du, das ist übrigens Lars sein Haus. Das kleine Steinding, ne? Das Steinhaus hier. Ja, habe ich schon gesehen. Sehr Ja. existent, ja. Gut, na dann. Willkommen zur Aufnahme. Creativeverse. Jetzt mache ich mal die Begrüßung. Weiß nicht, wie viel ich davon jetzt reinschneide, von dem, was wir hier gelabert Ja gut, haben. dann haben wir zumindest schon mal den Teil geskippt, wo du sagst, Ja. dass Lars heute nicht kann oder keine Lust mehr hat, je nachdem, wir wissen es noch nicht. Aber ich bin Ja, der Ersatzmann. ich gehe jetzt mal davon aus, dass Lars raus ist aus dem Projekt. Ich habe jetzt schon die letzte Aufnahme, habe ich jetzt eine halbe Stunde ohne Lars aufgenommen. Da hatte ich dann, das hat mich dann schon sehr gefrustet, weil eigentlich hat er dann gesagt, dass er dazukommen will. Habe ich schon die Aufnahme gestartet, habe ich gedacht, der kommt noch. Dann habe ich eine halbe Stunde oder fast eine Stunde. Ein bisschen habe ich das ja auch, ein bisschen habe ich da ja auch rausgeschnitten aus der letzten Folge. Ich habe, glaube ich, fast eine Stunde alleine gespielt. Und jetzt ist der Modi eingesprungen. Ja, ich habe das Spiel seit Jahren nicht gestartet. Ich hatte noch einen uralten Account, wo ich noch Ja. Zeug drauf hatte. Und ich werde dir jetzt gleich die Magie des Pay-to-Win zeigen in diesem Spiel. Ja. Werde ich nicht Ja? machen. Wie groß ist Pay das? to Ist win der werden wir jetzt groß? hier nicht machen. Doch, ich glaube, das könnte sich hier sehr gut machen. Aber ich habe hier Ist. was Tolles. Ich habe hier was Tolles. Ich habe auch was Tolles. Moment. Ich habe aus dem Workshop was gefunden. Ich habe im Workshop was gefunden. Ich Schau mal auch. hin. Aha. Was ist das? Ein gigantisches Seepferd. Sehr schön. Versteckt zwar jetzt halb im Berg, aber es sieht eigentlich ganz cool Da aus. muss man die Steine für dafür haben oder muss man das kaufen oder wie funktioniert das jetzt hier? Dafür sind diese Cubits, was ich dir vorhin gesagt habe, Aha, da. okay. Mit denen kannst du das ganze Zeug Ich habe hier was ausbauen viel lassen. Interessanteres. Mach mal weg hier. Das geht nicht mehr weg. Das ist jetzt permanent da. Na, sehr schön. Du kannst das Ding abbauen, da hast du die Ressourcen, aber. Ich dachte mir, es Jetzt haben wir ein funktioniert dann. riesiges Seepferdchen hier auf dem Berg stehen. Ich komme rein, ich ruiniere alles. Ja, sehr schön. Ja, ich baue da oben mein Haus drauf. Kannst du mal wieder abbauen? Ich habe was Tolleres, was hier auf der Bergspitze auch besser aussieht. Besser als das? So, wie baue ich das ab? Ja, ganz sicher besser als das. So, wie Du baue ich baust das das? ab, indem du die Blöcke einzeln abbaust. Ach du Scheiße. Ja, logischerweise, es ist Das soll ein was Workshop. werden. Ich wollte es dir nur zeigen und das ist das eins der kleineren. Ich habe eine relativ kleine Sache. Und Zumindest was sah die ist? fast so aus. Das kriege ich niemals wieder abgebaut. Wie gesagt, musst du nicht. Ich baue hier einfach mein Haus drauf. Du musst aber das Seepferdchen abreißen, damit du dein Haus bauen kannst. Nee, das sieht eigentlich ganz cool aus. Ich mache die Plattform ein bisschen kleiner. Dann Also passt das. dann baue ich meins halt da drüben hier. Wäre praktisch, dass da auch oben irgendwie, kannst du die Plattform nutzen, kannst das Seepferdchen abreißen und das die Plattform als Grundlage für den Haus bauen. Dann sähe das vielleicht cool Nee, das aus. sieht scheiße aus. Ich integriere das schön auf dem Berg. Das Seepferdchen, das sieht jetzt scheiße aus. Vor allem in die falsche Richtung guckt das. Soll ja auch nicht auf dein Haus gucken. Willst du die ganze Zeit beobachtet werden oder was? So, vielleicht passt das hier hin. Wahrscheinlich aber ja nicht. Ja. Das müssen wir mal ein bisschen verstellen hier. Ist zu groß für diesen. Muss ich woanders hinpacken. Stehe ich dann gegenüber von dem Seepferdchen, dann macht das vielleicht Sinn. auf die andere Spitze hier haben wir zwei Statuen. Dann mach das mal. Hast du den Seepferdchen-Statue und ich habe hier meine Zwergenstatue. Hier meine Plattformen für bilden. Molly kommt rein und macht alles kaputt. Dann machen wir jetzt das Beste draus. Mit diesen Qubits kann man das machen, oder? Ganz genau. Je nachdem, wie viele du hast und wie groß das Bauwerk ist. Wenn Ich ich glaube, die wahrscheinlich nicht im größten bestehen Inventar so habe. aus 20.000 Blöcken und die kosten 4. Ist vergleichsweise klein. Ich habe hier nur einen. Ja,
gut. Ich habe ja gerade keine, also kann ich dir mal aus Spaß zeigen, was da sonst noch so geht bei den Großen. Sekunde, erstmal baue ich hier meine Statue. Oh, weil das war auch. Ja, das sind 1000 Blöcke gewesen. Ich kann ruhig Richtung. Das Ding, was ich meine. Nee. Ah, hier. Wieso platziert das so blöd? Ich weiß echt nicht, wo du bist. Castle. Hier bin ich. Ich sehe dich nicht, was? Wo baut denn das hin hier? Muss den hier hinstellen oder was? Ach doch Gott, da hinten. Okay, wenn ich den Block dann hier hinstelle. Das ist riesig. Aber vielleicht mal umdrehen. Auf die andere Seite. Rocket Pack ist broken. Das ist sehr schön. Hm? Mein Rocket Pack ist broken. Oh, schade. Kaputt. Es muss zu Fuß wieder runter. Hast du keins mehr dabei? Nee. Gerade nicht. Schade. So. Mein Abbau läuft auf jeden Fall gerade ganz gut. Ich bekomme sehr viele Ressourcen. Nein! Ich bin gestorben. Ich hab's gesehen. Oh mein Gott. Das muss man zurück wiederholen. Es ist dunkel, es ist nachts. Wir sollten vielleicht mal schlafen gehen gleich. Ich habe kein Bett und keine Ressourcen für ein Bett. Oh doch, Moment, du kannst in meinem Keller schlafen. Na gut, dann muss ich nur heil den Berg wieder runterkommen. Ja, ich hole nur mein Zeug gerade mal ab. Aber weißt du was, ich habe sowieso... Ich glaube, das despawnt hier sowieso nicht. Weiß ich ja. Ja, aber es ist nervig, wenn du irgendwelche Premium-Items dabei hast und dann durch die halbe Map brennst. Weil das ist ja mal so eine Kiste dabei. Einen Moment, vielleicht sollte ich meinen Stein eben kurz platzieren. Wie viel habe ich nicht im Inventar? Doch, habe ich ja hier. Claim. Gelbes Bett. Und Claim. Und Rucksack habe ich jetzt. So, wo ist mein Zeug eigentlich? Ist eine gute Frage. Wo ist mein Zeugs hier? Ja, und du musst doch hier die Truhe stehen, wo ich mein Zeugs habe. Komm mal eben kurz den Berg runter. Ich hole gerade mein Zeugs zurück. Es muss doch irgendwo am Bergabhang sein. Ja, dort. Das wird dir normalerweise mit dem Totenschädel angezeigt. Ja, da muss man erstmal hinkommen. Fischi. Modi defeated a Nighthoglet. So. Wie gesagt, ich gehe jetzt davon aus, dass Modi jetzt einspringt für Lars und auch zukünftig in den nächsten Folgen noch dabei ist, weil... Ja, ich glaube, ich mache sein Zeug mal einfach noch nicht. Naja, einiges hat er ja noch im Inventar. Ich werde gerade angegriffen. Und schon wieder besiegt, an derselben Stelle hier. Meine Nachtkreatur. Wir müssen schlafen gehen, wir müssen schlafen gehen. Ja, Moment, ich claim mal ganz kurz mein Land. Oh, ich brauche 20 Kohle, scheiße. Los, geh schlafen. Hm, hast du eigentlich schon Land geklaimt hier? Was habe ich? Ob du schon Land besitzt, habe ich gesagt. Bestimmt nicht. Wir sind auch so am Anfang, das ist... Das kannst du direkt am Anfang machen, du brauchst 20 Kohle. Ja. Gut. Als erstes in den ersten Folgen haben wir uns erstmal in den Berg dort eingegraben. Das war ja erstmal. Ja, wir müssen uns auch erstmal um deine Quests kümmern, weil so lernst du das Spiel eigentlich. Ja gut, das mit den Quests, das habe ich gar nicht verstanden. Da wusste ich bis eben noch gar nicht, dass es die gibt. Gut. Ich habe das Spiel von selbst gelernt. Nein, glaub mir, hast du nicht. Da kommt noch viel.
Das stimmt, aber. Du hast auch bei weitem noch nicht alle Tools. Kannst du schon Felder machen? Ich kann auch nicht mal Fenster bauen. Siehst du? Kannst du Tiere schon zähmen? Ja, ich habe da oben dein Hier, da habe kleines Ding ich. gesehen. Hast du auch die 100 Tiere von Lars gesehen, Ja. die da vorm Haus stehen? Ich warte übrigens immer noch, Worauf? dass du schläfst. Bei mir ist schon Tag. Ich habe schon geschlafen. Okay, cool. Ich laufe hier wieder durch die tägliche Wildnis. Bei mir ist schon ein heller Tag. Ah ja, stimmt. Habe ich wohl übersehen. Dann mache ich mich mal wieder ans Abbauen von Dingen. Take all. Noch eine tote Statue. Ah, da ist mein Kubis auch drin. Sehr schön. Jetzt nicht mehr fallen. Hoch auf die Spitze. Ich baue hier meine Zwergenstatue auf. Ja, aber achtet darauf, dass sie nicht in den Berg ragt. Wobei könnte eigentlich beim Zwerg cool aussehen, aber es ist sonst sehr nervig. Du musst nämlich alles erst planieren normalerweise und dann Mal sieht es irgendwie schauen. scheiße aus und dann ist. Oh, Also großer so Gott. wie dein Seepferdchen oder was? Oh, großer Gott. Ja gut, bei mir war halt eine Plattform dabei, ne? Bei mir glaube ich auch eine kleine. Okay, dann. Ja, ich sehe schon. Dreh ihn vielleicht mal eben. Wieso? Der soll doch in die Richtung gucken. Guck mal, die Plattform ist im Berg drin und schaut der. Ja gut, könnte cool aussehen. Bin gespannt. Was nur mein Qubit irgendwie. Du musst, glaube ich, in den Was? Würfel reinpacken, oder? Oh Was nein. hast? Was hast du gemacht? Bin fast durchgefallen. Wie viele kostet das, die Statue? Ja, warte mal kurz. Du Da müsstest kann man die aber. Materialien reinpacken. Autobild, ein Qubit. Autobild, ein Qubit. Okay, dann geh auf Autobild. Oder Get Kit steht auch. Autobild. Nee, nicht Kit kriegen, sonst muss das Ding per Hand nachbauen. Das könnte nervig werden. Okay, Autobild. Yes. Ne? Ah, wird gebaut. Sehr schön, ich sehe das Qubit, wie es fliegt. Ja, und ich beobachte es aus sicherer Distanz. Ich nicht. Bin direkt davor. Ich bin bei einer Ziege. Du und deine Ziegenmodi. Die sich gerade in den Tod gestürzt hat. Ja, nachdem du sie, wir wissen ja, was du mit deinen Ziegen tust. Nein, das wäre mir neu. Okay, wie lange braucht das denn hier noch? Zwergstatue. Ist die schon fertig oder was? Ich komme mal kurz rüber, Moment. Sieht nicht fertig aus. Hast du auch auf Autobild geklickt? Ja. Aber der baut jetzt auch Kartenbild? die Steine hier in den Berg rein. Das heißt, naja. Na gut, im Zweifel musst du halt das Ding wegräumen. Ich kann den Berg ja auch anpassen. Ja, Moment, ich komme gerade. Ich glaube, der braucht hier noch ein bisschen. Ja, offensichtlich. Sie ist auf jeden Fall da. Du siehst sie schon. Na, kannst du wahrscheinlich auch vorher. Moment, wo hast du den Block platziert? Dort drüben. Da, wo das Licht herkommt. Hier. Ich laufe gerade. Hier, wo ich bin. Neben mir. Ist der Block. Okay, cool, den sehe ich zum Beispiel nicht. Ich glaube, den musst du abbauen, weil der Plan noch drüber liegt. Aha. Ah, du musst noch ein Qubit aktivieren. Und den habe ich nicht. Nee, du musst das Ding einfach nur abbauen wieder. Aber ich habe kein Qubit mehr. Du weißt aber, wo der Block steht. Ich sehe den hier bei mir nicht. Ja, hier ist er. Ach, Ein hier. Block vor mir. Moment. Jetzt guck dir die Oh. Statue Ach an. so, Statue ist da. Sehr schön. Das war gerade ein bisschen buggy. Der Bauplan lag noch drüber. Ah, okay. Ist halt hier blöderweise in den Berg reingebaut. Das fehlt jetzt. Jetzt bräuchten wir halt noch ein bisschen, um das hier besser aussehen zu lassen, hätten wir hier mal. Ja gut, den Berg kannst du anpassen. Aber mir fehlen dann die Steine hier, um das besser aussehen zu lassen. So ein Sandstein. Stone Slab bräuchte ich. Ja gut, früher oder später wirst du sie finden. Ich mache mich mal wieder ans Abbauen.
Weil der schwarze Stein sieht hier ein bisschen blöd aus. Könnte man den mal hier ein bisschen... Ja. Und dann sagst du mir am besten, was für Quests du gerade hast, weil man die ablesen muss, damit man... Alle. Ich habe noch keine einzige Quest gehabt. Ich weiß aber nicht, bei welcher du gerade konkret bist, deshalb... Bei der ersten. Moment, das kann ich vielleicht sogar nachgucken. Moment. Die erste war... Ich habe noch keine einzige Quest gemacht. Öffne das Spiel. War die erste... Die erste müsste Welcome to the Jungle gewesen sein. Okay, ich guck gleich. Ich baue hier noch ein bisschen Stein ab. Ja, wie gesagt, auf X... Oh, wenn ich dann später mal... Nice. Später mal hier bauen können. Wenn ich den Sandstein dann finde, den entsprechenden Stein, können wir das dann hier noch... das Fundament zu Ende bauen, weil momentan sieht das ein bisschen blöd aus. Ja, du baust zu Ende, ich baue ab. Was baust denn du ab? Das Seepferdchen oder was? Hier ab. Ich will hier mein Haus dran setzen. Das Seepferdchen oder was? Warte mal, ich komme mal rüber. Kannst du auch so, du kannst dir auch einen Teleporter aus Lars Haus holen. Nee, ich verdiene mir mein Zeug selbst. Ich kann Teleporter schon bauen. Ich war nur zu faul bisher. Dann kann ich mich jetzt zu dir teleportieren. Kannst wahrscheinlich Lars Zeugs auch ausbeuten. Ja, sowas macht man nicht. Ich gehe nicht davon aus, dass der wiederkommt. War schön mit ihm, das Let's Play bisher. Die Folgen, die wir aufgenommen haben. Aber ja, das ist jetzt hier... Der ist auch heute nicht gekommen, das heißt... Ja... Ah, was machst du da? Ach, die. Den Boden weg. Aber Seepferdchen wirst du da lassen, oder? Ja, natürlich, das bleibt. Ich baue mein Haus einfach daneben und dann passt ich das. Ich dachte eher, du lässt den Boden stehen und machst das Seepferdchen weg. Nein, das ist ja viel gecheatet und ich kann die meisten von den Blöcken nicht abbauen. Remove Player Modis Touchstone. No. Ich kann mich doch teleportieren jetzt hier. Modi. Ja. Es macht jetzt sehr viel Sinn, mich zu teleportieren zu deinem Stein, aber ja. Der ist direkt vor dir. Ah, sehr schön. Da sieht man die Zwergenstatue. Ja, wenn man den Boden dann, wenn man die Grundplattform noch ein bisschen anpasst, den Berg vielleicht noch ein bisschen anpasst, dann sieht das vielleicht ganz schön aus. Im Gegenteil zum Seepferdchen, das wir noch irgendwann mal abbauen werden. Das wirst du sehen. Ich werde hier schön mein Haus... setzen, da wo ich jetzt gerade abbau. Willst du das um das Seepferdchen drum umbauen oder wie ist das vor? Mehr oder weniger, ich hätte hier halt einen Turm gebaut, ehrlich gesagt. Dann mach's aber schön, damit das Seepferdchen da irgendwie integriert wird. Ja, keine Sorge. Ich wollte das ja nur mal ausprobieren. Vielleicht können wir es irgendwie schön aussehen. Vielleicht können wir es doch irgendwie schön aussehen lassen. Wenn dann dort drüben, wenn wir dann, so wie hier bei Herr der Ringe, bei dem hier das. Ich habe so lange Herr der Ringe nicht mehr geguckt, muss ich mal wiederholen. Hier bei dem, dass ich gar nicht mehr weiß, wie das hieß. Diese, wo sie Boromir im Schiff runtergeworfen haben. Anon Hen oder so ähnlich hieß das. Wo die großen Statuen dran standen. Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Nicht dann, wenn wir dann hier noch einen großen Zwergenpalast hinbauen, dann passt da sogar zwei Statuen davor. Könnt das hinhauen. Das sind ja dann nicht die Steine, die ich für meine Statue da drüben brauche. Sonst könnte ich die an mich nehmen. Ja, aber wir kümmern uns jetzt am besten erstmal wirklich um deine Quest. Drück mal X. Ja, das wäre nicht schlecht. Ja, mein Haus, vielleicht werde ich mir auch mal ein größeres Haus bauen. Welcome to the Jungle. Ja, genau, das habe ich hier. Ja, du musst nur auf Collect. Your personal touchstone is an amazing device. You can return to your touchstone from anywhere in the world. Complete. Genau, das hast du gerade gemacht, indem du dich zu mir geportet hast. Das habe ich schon öfters gemacht. Welcome to the Jungle completed. Okay. Mushroom forever. So, survival is about balance. Give the damage, take damage. Eat mushroom, switch your weapon with tab. Ach so. Ja, hast du wake a creature with. Okay, das ist die erste Aufgabe, ist wake a creature with weapon. Eine Waffe habe ich im Inventar. Und zwar ein Steinschwert.
So viel dazu. Sehr gut, dann hast du schon mal mehr als ich. Ich bräuchte auf jeden Fall erstmal das Übliche, einmal den Prozessor. So, dann muss ich eine Kreatur hauen. Ein bisschen Stein und Beins. Stein habe ich hier. Ich verprügel hier gerade ein Tier. Gut, machst du das. Heute mal ein bisschen questen. Stirb. Wie viele HP hat denn das Ding? Ich weiß nicht, ist halt. Da ist es weg. So, ein Tier getötet. So, Mushrooms habe ich da gesehen, die habe, da bin ich dran vorbeigekommen, die waren hier irgendwo auf dem Berg. Ich habe welche dabei, Moment. Ich guck mal, ob ich die noch finden. Die droppen kann. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Collect red mushrooms. Eat mushroom to heal. Oh, scheiße. Ja, ich kann sie dir nicht droppen. Schade. Doch, kannst du. Du kannst im Inventar, wenn du draufklickst, kannst du auf den Beutel klicken, kannst die Mushrooms auf den Beutel ziehen und dann, ja, der Lina eine Beutel legen, muss ich jetzt einsammeln, dann so kann man Geschenke verteilen. Ah, cool. Ja, das zählt. Sehr schön. So, Red Mushroom. Rom. Hast du gerade ein paar Weins dabei? Sekunde, kann ich gleich mal gucken. Ich bin gerade bei meinen Quests. So, komplett. Yay. Siehst du das Feuerwerk auch, oder? Nö. Sieh nur ich das. Nur für dich. Home Sweet Home. Craft Wood Walls in the Decorative Category. Place Wood Walls Blocks. Aha. Dafür kriege ich übrigens auch Fenster. Das ist sehr gut. Das kann ich gebrauchen. Ach, da kriege ich immer Sachen für. Ja. Ich weiß nicht, ob du die Fenster dadurch auch freischaltest, aber. Nee, offensichtlich nicht. Ich habe nämlich auch keine. Aber gut. Craft Wood Walls in der Dekorativ. Dekorativ, also. Tinker. Ja, bei den Blöcken. Explore, Build, Match, Tinker, Favorit. Achso, hier. Create. Dekorativ. Wood Wall, meint er. Hier habe ich Wood. Wood Floor. Wood Tile Floor. Wo habe ich denn hier Wood Wall? Ach, hier, Wood Wall. Craft 8. Sehr schön. Wood Wall. Okay. Machen wir noch das letzte hier. Place the Wood Wall Blocks. Achso, die muss ich jetzt nur platzieren. Ich glaube, das war 8. Das war der falsche. Ups. Das sind die falschen. Oh, jetzt habe ich einen Tame an. Ja, benutzt das mal eben bei der Ziege. Ich versuch's. Scheiße. Okay. Es klappt nicht. Ich hoffe, ich muss. Was mache ich denn hier? Ich baue Blöcke. Scheinbar keine Wood Wall. Was ist denn hier Wood Wall? Was von dem Scheiß ist jetzt hier Wood Wall? Ja, mach ruhig weiter. Ich farme in der Zeit Grabsteine. Die 7 ist Wood Wall. Ich kann auch nicht mehr abbauen aus irgendeinem Grund. Place Wood Wall, 5 Blocks. Du kannst übrigens nicht mehr abbauen, weil du gerade nicht auf deinem Handschuh bist, sondern bei dem Tame Tool. Ja, wie komme ich wieder zurück? Abdrücken. Ich muss hier noch ein bisschen bauen hier, um die Quest zu erfüllen. Juhu! So, wie muss ich jetzt wieder. Achso. Ich bin gerade so freigeschaltet. Achso, hier. Sehr schön. Baue ich die mal wieder ab. So, du wolltest Weins haben. Ich glaube, die habe ich schon mal benutzt. Sind nicht schlecht. Weins. Nö, habe ich gerade nicht. Ich musste mal in den Truhen nachgucken. Ich hole mir einfach frische kurz vom Baum. Teleport. Ich müsste, glaube ich, auch noch welche im Haus haben. Oh, scheiße, das war nur Moos.
haben wir hier. Sekunde. Ich muss erst noch die Leiter runterkommen. Meins. Nö. Ja, ich werde schon früher oder später was finden. Ich habe ja Phantasia, der lief hier. Ein interessanter Trank oder so. Nö. Sieht nicht so aus. Sieht schlecht aus. Hätte ich übrigens ein paar Pilze dran gehabt. Na gut, egal. Home Sweet Home. Oder später welche. Okay. Die Quest haben wir erledigt. Home Sweet Home. So. Weiter geht's. Juhu. Home Sweet Home. Da hab ich doch jetzt wieder ein bisschen was freigeschaltet. Wo liegt denn das? Kann ich das vielleicht schon nutzen, was ich hier schon freigeschaltet habe durch die Quest? Jetzt habe ich 150 Kohle. Du hast 150 Kohle? Münzen. Achso. Ja, mach die einfach mal fertig. Du müsstest am Ende 350 haben. Dann kannst du davon entweder einen Skin holen oder irgendwelche Baupacks. Ich würde eher sagen, aha, Baupacks sind cooler. Ich habe doch hier, ich habe doch in den Quests einige Sachen erhalten. Da müssten doch irgendwo zum Beispiel eine schöne Hose oder so. Die Hose sind die? Du kriegst eigentlich nur Sachen für... Ach, die Hose habe ich hier. Inventar, es müsste ausgerüstet sein. Aber das sehe ich nicht, weil ich das an... weil mein Skin das überdeckt. Aha. Ach, ich habe doch anderen Krams gekriegt. Jetzt hier zum Beispiel für die Home Sweet Home Task habe ich ja Fenster bekommen. Root Window. Müsst ihr irgendwo für Root Windows. Müsst jetzt irgendwo mit Inventar Root Windows haben. Ah ja, hier Root Windows. Das ist nicht schlecht. Dann kann ich die tatsächlich mal dort oben. Kann ich mal tatsächlich mal einbauen. Hier, wo noch welche fehlen. Ah, okay. Die Spur kann ich schon machen. Was soll ich noch so, mal? So, hier mal. Einfach ein bisschen Holz. Gut, Holz sehe ich da hinten. Baue ich einfach mal eine Tanne ab. Ach stimmt, da komme ich jetzt gar nicht erst. Auf das ist gleich, komme ich gar nicht drauf. Hm? Ist irgendwie schlecht programmiert. Die ist gleich Sache kann man gar nicht auswählen. Alles, was bei mir auf ist gleich liegt, kann ich nicht anwählen. Alles, was bei dir auf was liegt? Ist gleich. Das Gleichzeichen. Gleichsetzungszeichen. Zwei Striche übereinander. Ich weiß nicht mal, wo sich das befindet, ehrlich gesagt. Du hast unten im Inventar, da steht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, Minus und das Gleichzeichen. Ja. Das scrollt halt mit dem Mausrad durch. Wie jeder normale Mensch. Ja gut, Hast dein Bett schon zu dir geholt? Hast du dein Bett schon zu dir geholt? Und nach oben? Soll ich das mal mitbringen? Ganz entspannt eine Tanne ab. Und soll ich dir mal ein Bett mitbringen? Ein bisschen verschneites Laub. Ich bring dir mal dein Bett mit. Ich teleportiere mich dann zu dir. Es wird gleich nämlich wieder nachts, dann greifen die Tiere an. Mine hast du aber schon, oder? Was habe ich? Eine Mine. Was für ein Ding? Zum Abbauen. Wahrscheinlich nicht. Da, wo du die Erze herholst. Weißt schon, wie bei Minecraft. Also wir haben hier einen Berg, da haben wir schon einiges abgehoben. Eine Mine haben wir so direkt noch nicht. So, wo soll ich dir dein Bett hinstellen? Stell's einfach irgendwo auf den Berg. Stell's nicht. Ich saug dir gerade erstmal alles an Natur ein, was ich um mich herum befindet. Dein Bett steht. Stell's mal neben dein Spawn. Neben deinen Teleporter. So, schön. Dann landest du gleich im Bett, wenn du aus dem Teleporter rauskommst. Ah, da unten bist du. Ich sehe dich. Ja, ich bin gerade dabei, eine Tanne abzubauen, habe ich doch gesagt. Ich glaube, ich sehe dich.
Kann ich mich auch nur irren. Ich könnte mich auch irren. Ach cool, das Seepferd ist sogar beleuchtet. Teleport. So. Nee, das war nur ein. War nur ein Tierchen, was ich da gesehen habe. Hab dich mit einem Tierchen verwechselt. Passiert, ich habe ja auch einen Tierkopf auf. Das ist einer von Lars Kreaturen hier. Die scheiß Kreaturen hier, der hat ja jede mit. Der hat ja alles getamed. Sollte man auch. Es ist sehr viel weniger Aufwand, als das ganze Zeug jedes Mal zu killen. Und es gibt besseren Loot. Ich habe hier mein Haus Leafy. Ah ja. So, ich bin bereit, schlafen zu gehen. Ja, ich versuche noch, mich dem Berg ohne Tod wieder zu nähern. Kann ich das Leafy vielleicht doch irgendwann mal füttern? Das wäre nicht schlecht. Die Leafys bringen nichts. Du kannst es lustig hinter dir herrennen lassen, also. Nö, das steht hier zu Hause. Das will Futter haben, aber ich habe kein Futter. Ja, du hast auch noch keine Felder. Gut. Alles mit der Zeit. Alles Stück für Stück. Ah, schade. Autsch. Alles mit dem Treppensteigen. Okay, cool, jetzt müsste ich ja nicht alles Elternsteigen. Für einen Prozessor, ja. Ist noch so eine Sache. Perfekt. Wurde gecraftet, der Prozessor. Ein Professor. Du hast Prof gecraftet. Nein, ich habe einen Prozessor gecraftet. Ja. Ich habe mich bloß halt versprochen gerade. Ein Professor gesagt. Modicrafted Professor. Verstehst du? Okay, fantastisch. So. Witze werden immer besser, wenn man es erklärt. Ja. So, dein Haus sieht aber großartig aus. Ha? Dein Haus sieht großartig aus. Oh scheiße, das war Dirt. Moment. So. Kletter mal auf Seepferdchen. Ich mal langsam eine Waffe. Ja, für jeden Schwachsinn brauchen wir hier Holz. Ah, scheiße. Hey, Modi. Noch nicht ganz. Oh, schade. Kann ich dir irgendwo bei helfen? Ich meine, mein Haus.